Hallo, liebe Seniorinnen und Senioren aus Punkstadt. Hier ist wieder Wolfgang vom Seniorenbeirat mit einem Video aus unserer Veranstaltung Fit für Foto. Wie Sie im Folgenden sehen werden, müssen Sie sich eigentlich keine Notizen während unserer Veranstaltungen machen. Das jeweilige Video sollte vollauf genügen. Sie müssen sich nur merken, wie Sie das hier auf YouTube finden. Unser Thema ist Streetfotografie. Was heißt Streetfotografie? Wörtlich übersetzt Straßenfotografie. Für dieses Genre gibt es keine exakte Definition, aber es gibt ein paar Stichworte, mit denen man zeigen kann, was das Ganze eigentlich soll. Es geht um nicht wiederholbare Augenblicke, besondere Atmosphären in Zeit und Raum oder in Zeit und Ort besser, Menschen in Situationen, wo sie nicht privat sind, also außerhalb ihrer Wohnungen. Und das Ganze hat auch einen dokumentarischen Charakter. Deswegen sollte es authentisch sein oder mit anderen Worten nicht gestellt, was man nebenbei bemerkt auch meistens ohnehin auf den Fotos sehen würde. Es geht also um die Beobachtung des Zufalls und dann die schnelle Erfassung mit der Kamera. Das sind die Erfolgsfaktoren. Selbstverständlich ist dabei die Beherrschung unserer Kamera eine absolute Voraussetzung, da es häufig um Sekundenbruchteile geht, denn dann ist das Motiv vielleicht schon längst vorbei. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über das Thema Juristik, also Recht, bei der Straßenfotografie. Ich möchte darauf hinweisen, dass das hier keine unerlaubte Rechtsberatung ist, sondern nur eine allgemein nachlesbare Übersicht der rechtlichen Stolpersteine. Unter dem Thema Recht und Fotografie findet man bei Google zum Beispiel jede Menge Seiten, auf denen das Ganze im Detail erläutert ist, und notfalls könnte man sich ja auch einen bezahlten Rechtsanwalt nehmen. Es geht bei dieser Form von Fotografie um Menschen. Und wir Menschen haben Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild. Eine Veröffentlichung von derartigen Fotos, auf denen wir deutlich zu erkennen sind, ist also immer vom jeweiligen Einverständnis des Modells abhängig. Man spricht da auch in Neudeutsch von einem Model Release, egal ob das Ganze nun schriftlich oder mündlich erfolgt. Ich darf aber für private Zwecke jederzeit ein Foto machen. Im Zweifelsfalle mache ich das persönlich, aber nicht, wenn ich es bei mir auch nicht haben möchte. Also das Thema Paparazzi oder der Paparazzo oder wie immer er heißt, ist bei mir eher negativ belegt. Ich möchte nicht mit einem riesen Teleobjektiv irgendwo aus einer dunklen Ecke heraus fotografiert werden, wenn ich irgendwas mache, was vielleicht für andere irgendwie lustig wirkt. Für alles andere, das gilt auch für Gebäude, gilt in Deutschland die sogenannte Panoramafreiheit. Das bedeutet, ich kann alles, was ich ohne Hilfsmittel, Leitern oder was anderes, vom öffentlichen Gelände aus sehen kann, auch fotografieren und gegebenenfalls veröffentlichen. Kann mir niemand verbieten. Nochmal der Hinweis, man darf keine Hilfsmittel dabei benutzen. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel nicht irgendwie in ein gegenüberliegendes Mietshaus einsteigen darf und dann aus dem dritten Stock irgendwas aufnehme, was ich unten von der Straße her gar nicht sehen könnte. Eine ganz besondere Geschichte gilt seit 2 Jahren bei dem Thema hilflose Personen, was immer das auch sein mag, das ist im Gesetz nicht ausdrücklich erklärt. Die darf ich noch nicht mal fotografieren, geschweige denn veröffentlichen. Hier ist bereits das Drücken auf den Auslöser strafbewehrt. Im Ausland gelten häufig andere Regelungen. Beispielsweise in Frankreich darf man den Eiffelturm zwar fotografieren, aber wenn er nachts angestrahlt wird, gilt das irgendwie als Kunstwerk und das ist dann verboten. Man muss sich also vorher informieren, wie es lokal halt aussieht. Wir nähern uns dem Thema mal anhand von Beispielbildern. Statt länglicher Aufzeichnungen oder irgendwelcher Beschreibungen, die man dann mehr oder weniger gut lesen kann, möchte ich die folgenden Bilder dazu benutzen, das Thema Streetfotografie ein bisschen einzugrenzen. Ich werde also typische Einzelbilder zeigen. Es wird eine Nachtaufnahme geben und die Vor- und Nachteile werden erläutert. Das Thema besondere Perspektiven ist auch besonders interessant. Und auch zum Thema Beachtung des geltenden Rechts werde ich einige Beispiele bringen, um Ihnen zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen und wie man sie gegebenenfalls ausmanövrieren kann.
Es gibt wie immer skurrile Situationen, die häufig auch ein bisschen lustig sind. Und gerade in der Streetfotografie ist die Schwarz-Weiß-Fotografie das vorherrschende Stilelement. Deswegen werden wir uns dazu auch was angucken. Natürlich gelten auch hier die Grundlagen der Bildgestaltung, für die es ja von mir ein eigenes Video innerhalb dieser Serie gibt. Fangen wir also an. In der Streetfotografie, das sagte ich ja eben gerade, wird gerne mit Schwarz-Weiß-Bildern gearbeitet, um die bildwichtigen Teile besser herausarbeiten zu können. Einige Puristen gehen sogar so weit zu belehren, dass man gar nicht erst in Farbe fotografieren darf. Nur wenn man gleich in Schwarz-Weiß fotografiert, ist es voll authentisch. Ich bin da etwas anderer Meinung. Ich finde, solange ich die Bildaussage nicht verfälsche, ist aus meiner Sicht eine Bildbearbeitung okay. Und zwar egal, ob ich jetzt Farbe in Schwarz-Weiß wandle oder vielleicht irgendwo ein Hintergrundteil, was nicht gerade ins Bild gehört, irgendwie heraustrickse. Okay. Wie immer ein kurzes Statement zu der hinterliegenden Geschichte, auch Story genannt. Hier ist aus meiner Sicht der Story, der eher analoge Mensch, auch wenn er eine Digitalkamera hat, ruht sich auf einer digitalen Unterlage aus. Denn der Hintergrund, also die Erde hier, ist zwar letztendlich digital, also biologisch und ein bisschen natürlich auch Beton, aber das Muster wirkt halt schon irgendwie künstlich. Die Story hier, Einsamkeit in der Tiefgarage. Die Licht- und die Größenverteilung unterstützen das Einsamkeitsgefühl noch. Das rot gestreifte Auto im Hintergrund wirkt fast wie ein Fremdkörper in dieser fast schwarz-weißen Welt. Es bildet sozusagen die Brücke zur lichten, freundlichen Außenwelt. Bildwichtige Teile, zum Beispiel der Mensch und auch dieses Auto, liegen im goldenen Schnitt. Alle Linien streben dem hellen Außenbereich zu, werden aber mehrfach gebremst, sodass das Auge doch relativ lange im Bild gehalten wird. Story: Bloß schnell weg von diesen Löwen und dem fürchterlichen Neandertaler. Da der Radfahrer sehr nah am Rand sich befindet, sieht es tatsächlich wie eine Flucht aus. Er rast sozusagen aus dem Bild heraus, auch in der richtigen Richtung. Ihm bleibt durch die rote Trassierung mit den Bändern im Hintergrund nur ein relativ kleiner Ausweg. Also leichte Panik. Story: Spontan Leder und der Schwan. Die junge Dame liegt im Schnittpunkt zweier Linien des goldenen Schnitts, also netter Bildeindruck. Der Einstieg ins Bild erfolgt durch die abfallende Linie des Ufers und wird durch die Beine der Dame gebremst. Dann springt das Auge zum nächsten Kontrastpunkt, das ist hier der Schwan. Spätestens hier kommt die Assoziation zu Leder und dem Schwan zumindest bei mir hoch. Bei derartigen Bildern ist Glück und Schnelligkeit gefragt, denn der Schwan wartet nicht. Ist zwar nicht wie ein startender Hubschrauber, aber er hat doch eine gewisse Geschwindigkeit. 3 Sekunden später wäre das Bild so nicht mehr möglich gewesen. Dann hätte ich vielleicht meine Position ändern müssen, und zwar im Schweinsgalopp. Und ob es dann so gut gewesen worden wäre, weiß man nicht. Dieses Graustufenbild erzeugt eine gewisse Grundtraurigkeit. Und in der Tat, die alte Dame mit dem Rollator verlässt das Bild ins Dunkle. Das wäre auch die Story hier. Die helle Bonita Man Stelle ist hier leer. Der meiste Raum wird hier von den Grundformen Kreis und Rechteck, mehr recht und schlecht, verwaltet. Diese sind allerdings leer und tragen so zur traurigen Bildwirkung bei. Vielleicht kann man auch sagen, diese Alterseinsamkeit ist sicherlich auch ein Motiv des Zeitgeschehens, was wir aktuell zu beobachten haben. Story: Nächtliches Treiben an einer Bushaltestelle. Die spärliche Beleuchtung ist oft ideal, um die Gesichter von Menschen zu verbergen. Thema recht am Bild. Die beiden Menschen schauen sich nicht an und kommunizieren jeweils mit ihren Smartphones oder Handys oder was immer sie haben. Die Haltestelle wirkt wie eine kleine Oase in der Dunkelheit, doch rechte Freude will nicht aufkommen. Beide Menschen sind allein vor einem eher surrealistischen Hintergrund. Der Blick geht von links über die Linie der Hell-Dunkel-Grenze ins Bild und nimmt dabei die beiden Menschen zur Kenntnis.
dann wird das Bild verlassen. Ungewöhnliche Perspektiven ziehen uns beim Betrachten von Bildern magisch an. Story, Hosen im Gedränge. Das Schwarz-Weiß-Bild zieht unsere Konzentration auf die Linien, zum Beispiel die Falten in den Hosen. Die Köpfe der Menschen werden hier bewusst ausgeblendet, sie wären nur entbehrliches Zubehör, das eigentlich nur ablenkt. Dieses Bild ist im positiven Sinne ein Wimmelbild. Das Auge findet keine langen Linien zur Orientierung, kann aber irgendwie das Bild nicht verlassen, ohne sich viele Details angesehen zu haben. Ebenfalls eine sehr ungewöhnliche Perspektive. Der leere Himmel ist rein flächenmäßig bildbeherrschend, um der großspurigen Geste der Skulptur Raum zu geben. Da zieht sich der kleine Mensch lieber zurück, indem er das Bild rechts unten leise weinend verlässt, aber mit aufrechtem Gang. Auf eine harmonische Bildwirkung, etwa durch den goldenen Schnitt, wurde hier bewusst verzichtet, denn die Story ist alles andere als harmonisch. Eher vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Auch ein Bild mit einer ungewöhnlichen Perspektive, denn bei einem Architekturbild vermutet man nicht, dass die Fenster von innen geputzt werden, noch dazu durch einen Menschen. Der Mensch wird durch das Fenster eingerahmt, an dem er arbeitet. Ein beliebter Bildtrick, der das jeweilige Bildteil hervorhebt. Aber erst nachträglich. Das ist in diesem Fall auch dringend nötig, weil der Mensch doch eher an den modernen Fassaden verschwindet. Es gibt kaum einen Kontrast und erst durch dieses Rechteck, in dem er jetzt steht, wird er etwas sozusagen nach außen gestellt. Das Bild erschließt sich einem nicht sofort. Man muss fast alles ansehen, um den Sinn zu erahnen. Dadurch bleibt man länger im Bild. Das weiße Haus links unten wäre entbehrlich und verwirrt eher. Dann müsste die Stelle aber frei bleiben, was nicht der Realität entspricht. Die Glaskonstruktion wird erst durch den freien Blick überhaupt erkannt. Story hier, Gedanken verloren, wässert ein Mann die Arena. Und zwar die staubige Arena. Der starke Schatten des Mannes führt von links her direkt zu ihm ins Bild. Erst dann erkennt man überhaupt den Sprühstrahl, auch hier am Schatten. Das Gesicht des Menschen bleibt im Dunkeln. Die Tribüne im Hintergrund ist für ein Funktionieren des Fotos eigentlich zu farbig und zu stark gesättigt. Eine Alternative wäre ein Beschnitt des Bildes ohne Tribüne gewesen, dann hätte man allerdings den Ort, in diesem Falle die Arena, nicht erkennen können. Durch den Mann, fast im goldenen Schnitt, strahlt das Bild neben Ruhe auch eine gewisse Harmonie aus. Wir bleiben beim Thema Recht und Streetfotografie. Die Story hier, freundliche Frau mit Buddha. Neben dem schönen Bild ist hier vor allem die juristische Seite interessant. Die Frau ist zweifelsohne zu 100% erkennbar. Das heißt, ich brauche zur Veröffentlichung ihre Einwilligung, zum Beispiel durch ein schon beschriebenes Model Release. Ich habe zwar Zeugen dafür, und die habe ich mir auch notiert, dass diese Frau dem Bild zugestimmt hat, aber nichts Schriftliches. Allerdings kann jeder am Lächeln der Frau in die Kamera erkennen, dass sie die Situation erkannt hat und dem Porträt auch zugestimmt hat. Sonst hätte sie bestimmt nicht so charmant gelächelt. Ihre Kollegin hatte das damals übrigens abgelehnt und sich aus dem Bild entfernt. Ein sehr harmonisches Bild durch die beiden Motive im jeweils goldenen Schnitt, eine dezente Färbung und nicht zu knallige Farben für das Motiv sind hier natürlich wichtig. Story dieses Bildes, Stricken unter einem Baugerüst oder Stricken für Venedig, denn das Bild stammt aus der Biennale. Ein juristisches Problem wurde hier elegant umgangen. Die Frau zeigt auf dem Bild nur ein nach unten gerichtetes Gesicht und ist damit nicht mehr zu erkennen, obwohl sie kein Beiwerk ist, sondern das Hauptmotiv. Ich hoffe mal, dass das auch in Venedig ausreicht. In Deutschland würde es reichen. Der Bildaufbau könnte gegensätzlicher nicht sein. Den runden Menschenformen stehen rechtwinklige, gerade Stahlstützen gegenüber, auch wenn die Frau sich mit ihrem Poppes da drauf setzt.
Das Hauptmotiv ist so klar erkennbar, dass es der Blick auch ohne Führungslinien schnell erkennt. Eine vollständige Schwarz-Weiß-Umwandlung würde hier das Bild verschlechtern, da die geringe Farbe der Frau es dem Auge leichter macht, den Menschen in diesem etwas komplizierten Bild überhaupt zu erkennen. Auch hier wurde ein juristischer Kraftakt dadurch umgangen, dass die Person nur von hinten abgebildet wurde. Trotz der Schwarz-Weiß-Aufnahme wird das Bild einwandfrei erkannt. Es hätte etwas damit zu tun, dass wir Menschen typischerweise von Gesichtern quasi magisch angezogen werden. Wir versuchen immer, das Gesicht zu vervollständigen, auch wenn es nur ansatzweise als Profil zu sehen ist. Dadurch bleibt auch in diesem Falle der Blick lange im Bild. Aufgrund ganz feiner Details wissen wir beispielsweise, dass die Frau freundlich blickt, wahrscheinlich eine gütige Oma. In der Streetfotografie kann man sehr gut mit Serien arbeiten. Wenn man sich dabei ein Thema gibt, sieht man durch diese Konzentration auf das Thema einfach mehr Motive, als wenn man versucht, immer alles, was irgendwie interessant ist, zu sehen. Das Thema hier war Taschen und Tüten. Dieses und zwei weitere Bilder zeigen das Ergebnis. Man kann jetzt entweder das beste Bild behalten oder alle zusammen zeigen. In diesem Bild zeigt sich die rote Tüte. Im nächsten Bild, völlig anders geartet, zeigt sich die grüne Tüte und in diesem Bild die blaue Tüte. Skurrile Situationen entstehen, wenn durch Zufälle im Bildausschnitt logische Zusammenhänge scheinbar zwingend sind. Story: Junges Paar hat ein Fahrrad umgeworfen. Das stimmt natürlich nicht, einfach das Bild erzeugt das einfach so. Das Fahrrad ist trotz des starken Anschnitts klar zu erkennen. Die beiden schlendern, in Klammern pfeifen, von dannen. Jetzt ist der Gehweg fast vollständig versperrt. Farbe wäre hier nicht hilfreich, da sie von der eigentlichen Story nur ablenken würde. Story: Alter Mann an der Kette. Natürlich nicht in der Realität. Die Perspektive erzeugt hier diese Fiktion. Sowohl der Mann als auch die Pfeiler liegen harmonisch im goldenen Schnitt. Allein die Kette stört das brutal. Man denkt eher an ein Gefangenenlager als an den Darmstädter Luisenplatz. Auch hier unterstützt Schwarz-Weiß die Bildidee. Immer wieder gern genommen bei der Streetfotografie: Mensch und sein Schatten. Irgendwie fasziniert uns ein Torso und sein vollständiger Schatten. Der Schatten entwickelt durch den starken Anschnitt des Menschen fast ein Eigenleben. Man überprüft automatisch, ob das auch alles so stimmen kann. Schwarz-Weiß unterstützt auch hier die Bildidee. Es geht um Schatten und die sind nun mal schwarz. Also ergibt sich das quasi von alleine. Man kommt hier durch viele Linien von links unten positiv ins Bild auf Mensch und Schatten. Dann kann man sich nur schwer wieder lösen. Menschen lieben halt Menschen, auch auf Bildern. Bildgestalterisch etwas ganz Furchtbares, nämlich ein Wimmelbild. Inhaltlich eine super Story. In jedem Manne ist ein Kind verborgen. Die Farbe ist hier nötig, um den spielerischen, kindlichen Eindruck zu unterstreichen. Der Bildaufbau ist eine echte Katastrophe, die allerdings durch die Bildidee wieder weitgehend wettgemacht wird. Story in diesem Bild: ein Schwätzchen in der Mittagshitze. Man könnte auf die Idee kommen, dass es sich hier um ein Gefängnis handelt, es geschah aber auf offener Straße. Die Kommunikation wird durch die Armlinie und die immaterielle Blicklinie zwischen den beiden sich unterhaltenden Menschen stark unterstrichen. Man blickt sozusagen über Rede und Gegenrede zwischen den beiden Menschen mehrfach hin und her. Der Rest ist nicht bildwichtig. Die Farblichkeit der Menschen erleichtert in diesem Falle allerdings das Erkennen der Situation. Schwarz-Weiß wäre hier wohl etwas schwieriger. Da die beiden verkleideten Menschen direkt unter den Schildern Reserve und Portier stehen, wird eine gewisse Situationskomik erzeugt. Die beiden scheinen das allerdings nicht zu bemerken und unterhalten sich angeregt. Der Kontrast zwischen den starken farbigen Linien und den Menschenköpfen sorgt dafür, dass das Ganze als surreal angesehen wird.
Es wird so zum Teil einer Clownshow. Story, Spaß in der Manege, wartet bis der Stier kommt. Hier übrigens eine unblutige Variante des Stierkampfs in Südfrankreich, in der Camargue. Dieses Bild wurde zunächst in Farbe aufgenommen und dann beim nächsten Bild in Schwarz-Weiß gewandelt. Story, alte Menschen in der Stadt. Durch die roten und gelben Gegenstände im Bild wird das Auge dauernd vom eigentlichen Motiv abgelenkt. Es geht hier lediglich um die beiden alten Herren auf der Bank, um ihr Verhalten und um die Mülltonne daneben. Jetzt das schwarz-weiß gewandelte Bild. Es wurde nicht nur in schwarz-weiß gewandelt, sondern auch durch eine helle Vignette erweitert, die den Blick auf das eigentliche Motiv zentriert. Die Sepia-Tonung, die ich außerdem angebracht habe, verstärkt den eher trostlosen Eindruck noch. Alles, was ablenkt, ist jetzt also unschädlich gemacht. Es geht nur noch ums eigentliche Motiv. Zwei ältere Herren auf einer Bank neben einer Mülltonne. Der Mann mit dem Stock spricht den anderen an. Dieser hat eine eher abwehrende Haltung, verschränkte Arme und ist entweder missmutig oder in sich gekehrt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, was einem bei genauerer Betrachtung für Details auffallen, die zu entsprechenden Stories führen können. Letztendlich natürlich reine Fantasie. Gestatten Sie mir ein paar Schlussbemerkungen. Es geht nicht darum, sich über andere lustig zu machen, nach dem Motto, schau doch mal die dicke Frau da hinten. Es geht eher um typische Bilder der aktuellen Gegenwart und die kann natürlich auch lustig sein. Bilder von Kindern sind eher kritisch. Diese Warnung würde ich unbedingt beachten. Aktuell kann man wirklich ohne Erlaubnis der Eltern leicht Probleme bekommen, wenn man vielleicht sogar mit dem Teleobjektiv paparazzi-mäßig von irgendwoher Kinder aufnimmt. Also die Androhung von Prügel ist dann noch die leichtere Variante. Man kann dem Zufall auch statistisch etwas nachhelfen. Wir warten ja alle auf das Bild überhaupt, was zur Gegenwart passt und irgendwie ganz toll ist. Was kann man machen? Man setzt sich in aller Ruhe in die Nähe einer Stelle, an der etwas passieren kann oder wo wir davon ausgehen können, dass was passiert, und wartet mit schussbereiter Kamera darauf, dass was passiert. Beispiel: eine große Pfütze bei Regen. Menschen laufen, Regenstürme fliegen, Wasser spritzt, hoffentlich fällt keiner hin. Aber das sind also Situationen, die man erwarten kann bei einer derartigen Geschichte. Man muss dann halt bei Regen nur seine Kamera schützen oder irgendwie sich einen Unterstand besorgen, zum Beispiel in einem Café. Auch eine überfüllte Bushaltestelle erzeugt gerne solche Situationen. Hier geht es um Hektik, um Gedränge. Und wenn da noch einer einsteigen möchte mit einem riesigen Gepäckstück, dann kann man eine Menge tolle Fotos schießen. Was auch ganz nett ist, Parkverbot in der Innenstadt. Da steigen Leute dann aus dem Auto aus und ihr schlechtes Gewissen wird förmlich sichtbar. Sie drehen sich um, sie gucken, ob nicht gerade irgendwo eine Politesse vorbeischleicht oder sowas. Also wenn man da ein bisschen aufpasst und das Gesicht natürlich in diesem Falle mit drauf hat, dann kann man nette Fotos machen. Problem ist, man wird von den Leuten höchstwahrscheinlich keinen Model Release bekommen, denn dann würden sie ja zugeben, dass sie eigentlich kostenpflichtig irgendwo geparkt haben. Ne? Auch beim Schnellimbiss gibt es nette Dinge, auch ein Zeichen unserer Zeit. Da gibt es Leute, die bekleckern sich, weil sie eine Wurst essen und irgendwie die Tomatensauce runterläuft. Auch ein fallender Burger ist was Nettes, vor allen Dingen, wenn man den noch in der Luft erwischt. Also sicherlich eine Situation, wo man ein gutes Bild abstauben kann.